Thorsten Gideon ist der Golf- und Landclub Köln mittlerweile wie ein zweites Zuhause. Auf den Grüns und der Driving Range setzt der Mannschaftsweltmeister von 1990 alles daran, jungen Talenten sein Golferwissen und seine jahrelange Erfahrung weiterzugeben. Er versucht so, das Bestmögliche aus den Jugendlichen herauszukitzeln und die verschiedenen Golfmannschaften in den Ligabetrieb zu etablieren. Mit Erfolg. Also wir haben hier in Refrath halt das ganz normale Basisjugendtraining, haben eine Mannschaft, die in der höchsten Jugendliga spielt, und das ist natürlich das Schöne, mit diesen Jungs zu arbeiten. Also die wollen einmal, die setzen sich voll ein, das geht schon damit los, dass im Winter wirklich Fitnesstraining gemacht wird, dass also Clubmitglieder hier Sachen zur Verfügung stellen, dass sie da wirklich trainieren können. Wir legen jetzt gerade den vierten Platz, sind damit aber noch nicht ganz zufrieden, kommen an die großen Clubs wie Hubbelrath noch nicht ran, aber sind auf einem guten Weg, halt wirklich da auch eine feste Größe zu werden. Mit den Spielern wird natürlich auch am Abschlag gefeilt. Start ihn gut auf der Linie und dann um dich herum. Außen. Gerade. Selbst kleine Unsauberkeiten entgehen dem geschulten Auge des Trainers nicht. Jetzt hast du nur diesen Weg, das ist der Grund fühlen, dass du mehr das hast. Dass du mehr wirklich den. Also der Punkt ist, wo ich halt großen Spaß habe hier zu trainieren, ist, dass ich meine Erfahrung als Spieler, die ich gemacht habe, ich habe selbst ja insgesamt 10 Jahre auf der Tour gespielt und habe auf der Seniors Tour gespielt, dass ich die an diese Jungs weitergeben kann. Das ist die Sache, wie mache ich kurze Schläge, dass auch Dinge schief gehen können, dass man sie unterstützt, weil beim Golf ist es so, dass man also auch häufig mal was auf die Nase kriegt, auf dem Boden liegt, dass wir die wieder aufbauen, und das habe ich ja als eigener Spieler selbst mitbekommen, und das weiterzugeben, das bringt großen Spaß. Dass es sinnvoll ist, mit dem Training möglichst früh zu beginnen, ist für Thorsten Gideon kein Geheimnis. Die Jugend setzt natürlich ganz anders um. Das bringt also riesig Spaß. Ich kenne es von mir, ich bin 53 Jahre. Wenn ich eine Änderung haben will im Schwung, dann dauert das. Und die Jugendlichen sind koordinativ halt viel, viel besser gestuhlt als früher. Und wenn man denen was sagt, sind die also schnell auf der Position, die wir gerne von denen haben wollen. Der fünffache deutsche Golflehrermeister hat in seiner Zeit als Aktiver so einiges erlebt. Er blickt auf ganze 10 Jahre Tourerfahrung zurück und ist auch jetzt noch auf der Seniors Tour aktiv. Zwar ist sein größter Erfolg schon etwas her, aber wer kann schon von sich behaupten, dass er einmal mit dem erfolgreichsten deutschen Golfer abgeschlagen hat? 1990 gelang ihm an der Seite von Bernhard Langer eine kleine Sensation mit dem Sieg beim World Cup of Golf. Beste Voraussetzung also für einen Meistertrainer. Und wer weiß, vielleicht holt einer seiner Schützlinge ja den World Cup of Golf endlich wieder nach Deutschland.